Und der Umpire dieser Begegnung kommt aus Sydney, aus der Olympiastadt. Es ist John Blom. Was können wir von diesem Endspiel erwarten? Nun, von der Ausgeglichenheit, von der Kompaktheit her, ist wahrscheinlich Betty Schnieder die Favoritin. Aber nicht zu unterschätzen Iroda Tuliaganova. Wenn Tuliaganova hier heute ihre beste Leistung bieten kann, dann hat sie durchaus Chancen, auch dieses Finale zu gewinnen. Hier haben Sie die Daten von ihr. 19 Jahre ist sie, Rechtshänderin, im Computer derzeit die Nummer 48, kommt aus Taschkent, wo sie auch ihr erstes und bisher einziges Turnier gewonnen hat. Ihre Bilanz heuer durchaus positiv. Auf die einzelnen Resultate kommen wir noch zu sprechen. Was an ihr imponiert, ist ihre Schlagstärke. Beide Spielerinnen spielen mehr von der Grundlinie, als sie sich ans Netz wagen. Das ist der Weg in dieses Finale. Ein Weg, der bemerkenswert ist für die Dame aus Usbekistan. Denn sie hat hier die Nummer 1 des Turniers ausgeschaltet. Sie hat hier gewonnen gegen Elena Dementieva aus Russland. Und das war ein ganz stolzer Erfolg. Auch das Halbfinale, ein imposantes Ergebnis gegen Paola Suarez mit 6-0 und 7-5. Wobei Suarez nachher gesagt hat, sie hätte ihr schlechtestes Match seit langem gespielt. Es ist windig hier. Das könnte das Match auch beeinflussen. Vor allem Betty Schnieder hatte gestern beim Aufwurf große Probleme durch den Wind. Dieser Pokal wartet auf die Siegerin. Wer wird sie sein? Betty Schnieder aus der Schweiz oder Iroda Tuliaganova aus Usbekistan? Schneider bringt die größere Routine mit. Sie ist bereits zum 11. Mal in einem Endspiel. Ihre Gegnerin erst zum 4. Mal. Und es wird auch darauf ankommen, wie Betty Schnieder das gestrige Semifinale überstanden hat, konditionell überstanden hat. Hier haben Sie Ihre Daten, die Nummer 33 im Computer und als Nummer 8 hier gesetzt. Ihr Geburtsort ist Basel. Sie wohnt in der Nähe von Basel in Lausen. Eine ausgeglichene Bilanz heuer, hat gut begonnen, hat aber dann Probleme bekommen und hat sich erst in der, na sagen wir, im zweiten Drittel dieses Jahres wieder erfangen. Mangelndes Selbstvertrauen ist ihr großes Handicap bisher auf der Tour. Ihre Gegnerinnen waren die leichteren im Vergleich zu ihrer Finalgegnerin. Sie hat Anke Huber im Viertelfinale ausgeschaltet und dann das Marathonmatch von fast 3 Stunden gegen Jelena Kostanic aus Kroatien. 6-4, 6-7 und 6-4. Und es wird auch heute darauf ankommen, welche der Spielerinnen hitzebeständiger sein wird. Hier haben Sie den Betreuer von Betty Schnieder. Der Mann kommt aus dem Elsass und links, das ist der Freund von Betty Schnieder. Gut ausgerüstet ist ihr Trainer, hat offensichtlich Angst vor einem Hitzeschlag hier auf dem Cricketplatz im Wiener Prater. Zuschauer, nun, sie strömen nicht hier ins Stadion, sondern sie kommen einzeln. Es sind zwar 1000 Karten vergeben worden, aber ich glaube, es wird höchstens ein Zehntel davon heute hierher gekommen sein. Die anderen haben wahrscheinlich bereits beim Stadionbad Halt gemacht. Was sind die Nachteile vielleicht von Iroda Tuliaganova? Sie ist wahrscheinlich nervlich noch nicht so stark wie Betty Schnieder. Das ist die Mutter von Tuliaganova. Man würde es ihr kaum ansehen. Sie war früher Volleyballspielerin. Anna ist ihr Vorname. Und neben ihr sitzt ihre zweite Tochter, nämlich Nargiba. Die beiden haben diese Stammplätze in der Loge die ganze Woche über eingenommen. Ein sehr intelligentes Mädchen, ein Mädchen, das Jus studieren will, das noch in die Mittelschule geht. Übrigens, Jus studieren
möchte auch ihre Schwester Iroda, doch der Vater, ein ehemaliger Boxer, Batir ist sein Vorname, der hat entschieden, sie spielt nicht, es spielt nur eine in der Familie, alle anderen spielen überhaupt nicht Tennis. Usbekistan ist bisher nur im Herrentennis in Erscheinung getreten, etwa durch Oleg Ogorodov oder Vadim Kuzenko. Aber Tennis ist in Usbekistan sehr, sehr populär, kommt gleich hinter Fußball und vor allem hinter Boxen. Im Boxen gibt es ja, wie Sigi Bergmann mir bestätigen wird, einige ganz ausgezeichnete Boxer, die aus Usbekistan kommen. Einer ist sogar in Sydney Olympiasieger geworden. Das Finale des Unipa Grand Prix erreichte sie durch Siege über Andrea Gras. Der Trainer von Patty Schnieder hat gemeint, dass das gestrige Marathon-Match keine Folgen auf das heutige Finale haben würde. Wir werden das sehen. Es ist abzuwarten. Solche Nachwirkungen kommen oft völlig unerwartet, und sollte es heute wieder zu einem Marathon-Match kommen, also zu einem Dreisatz-Match, dann gäbe es wieder nach dem zweiten Satz eine 10-minütige Pause, eine 10-minütige Erholungspause. Die Werte für so einen Hitzefall, die sind bereits jetzt gegeben. Sie werden gemessen von der Physiotherapeutin, die hat ein eigenes Gerät dafür. Und wenn sie dann anzeigt, dass die Werte überschritten sind, dann kommt es zu dieser 10-minütigen Pause nach dem zweiten Satz. Damit haben Sie schon erfahren, das Match geht auf 2 Gewinnsätze. Hier noch einmal John Plom aus Sydney. Und mit dem Aufschlag beginnt dieses Finale des Unica Grand Prix im Wiener Cricketer Club, Iroda Tuliaganova. Und sie hat sehr gut begonnen. Patty Schnieder ist eine Spätstarterin, das hat sie auch gestern gegen Kostanic ganz klar unter Beweis gestellt. Return. Zum ersten Mal ist das ganz große Können von Patty Schnieder hier aufgeflackert. Linkshänderin gegen Rechtshänderin. Und 1:0 für Tuliaganova. Sie hat hier gezeigt, dass sie ihre Chancen besitzt in diesem Finale. Patty Schnieder ist noch nicht richtig ins Match gekommen als Rückschlägerin, ganz eindeutig. Warten wir ab, wie sie heute serviert. Gestern war der Aufschlag eine ihrer Schwächen.
Vor allem der erste Aufschlag ist nicht gekommen. Da hat sie den Ball immer viel zu weit nach vorne aufgeworfen. Vielleicht hat sie aus diesem Fehler gelernt. Schlägt sehr hart von der Grundlinie Tulia Ganova. Allerdings, sie macht dabei auch noch relativ viele Fehler. Wie hier jetzt. War ein Ass von Schnieder, damit eins beide. Betty Schnieder lässt ihre Gegnerin im Finale nicht davonziehen, so wie sie es gestern Kostanic im ersten Satz gewährt hatte. Linie noch berührt, dieser Ball von Betty Schnieder, und damit 15 beide. 15 beide, 1 beide, erster Satz. Schöner Winkel. Ganz clever gespielt von der 19-jährigen Tulia Ganova. Die Außenseiterin hält mit, ist bisher sozusagen die spielbestimmende Spielerin, ist jene, die das Tempo macht, Tulia Ganova. Als Nummer 1 bei diesem Turnier war ihr
Dementi übergesetzt, dann 2 Tokic, 3 Huber, 4 Schett, 5 Suarez, dann Nummer 6 war Nachova, Nummer 7 Montolio und Nummer 8 Pettischnieder. Pettischnieder, also die einzig verbliebene Gesetzte bei diesem Unica Grand Prix in Wien. Julia Ganova hat zuletzt in Wimbledon auch ganz passabel gespielt, hat dort erst in der 3. Runde verloren gegen Nathalie Tauziat aus Frankreich. Übrigens in Wimbledon war auch Patty Schnieder sehr erfolgreich, ebenfalls 3. Runde, dort eine Niederlage gegen Lindsay Davenport, 6-2, 6-3, aber das Match war viel enger, als es das Resultat hier vermuten lässt. Ja. 1-2, 0-15. Ein sehr, sehr großer Druck von Julia Ganova auf Patty Schnieder. Aufschlag jetzt von Schnieder, von 0,30 auf 30 beide. Das sind Fehler, die sie noch zu oft einstreut. Ganova hat dieses Aufschlagspiel von Patty Schnieder erleichtert. 2 beide im ersten Satz. Gut aufgebaut, dieser Angriff von Julia Ganova. Oh!
super gekontert, jetzt von der Frau aus Usbekistan. Und damit wieder eine Führung für Tulia Ganova, und zwar mit 3:2. Das ganz große Jahr von Patty Schnieder war ja 1998. Da hat sie sogar an der Vormachtstellung von Martina Hingis in der Schweiz gerüttelt. Hat nicht weniger als 5 WTA-Titel erobert. Sie war auch im Endspiel in diesem Jahr beim Grand Slam Cup in München. Hat einen Doppeltriumph mit Barbara Schett gefeiert in Hamburg. Und mit dem Einzug hier in dieses Endspiel auf dem Cricketplatz in Wien beim Unica Grand Prix hat sie ein Gesamtpreisgeld von über 2 Millionen Dollar erreicht. Also sie hat hier die 2 Millionen Dollar Grenze an Preisgeldgewinnern überschritten. Ein bisschen abgebrochen ist dann die Laufbahn von Patty Schnieder. Durch private Probleme ist da einem selbsternannten Wunderheiler ein bisschen hineingefallen, hat sich von zu Hause getrennt, hat den Frieden mit dem Elternhaus nicht mehr hergestellt und lebt jetzt, wie gesagt, in Lausen bei Basel mit ihrem Freund. Ganz hervorragender Schlag jetzt von Tulia Ganova. Genau zur Linie, guter Winkel auch gespielt und damit erster Breakball. Tulia Ganova schafft dieses Break. Sie führt mit 4:2 im ersten Satz. Hat übrigens gestern auch Kostanic geführt. Ganova kann es nicht ganz glauben. Was sagt unsere Zeitlupe? Ball war gut.
spät hat hier der Linienrichter die Hand hinausgestreckt. Ist eher ein Zeichen, dass er es wirklich gesehen hat, dass er den Abdruck gesehen hat. Jawohl. Und er wird auch bestätigt, und zwar bestätigt von John Blom. Jetzt geht sie nach. Ein guter Wolle. Und clever gespielt. Nicht die Nerven verloren, nicht die Übersicht verloren. Und da applaudiert auch die Mutter. Kurzbündig die Antwort jetzt von Betty Schnieder mit diesem Rückschlag. Das war nicht die allerbeste Idee. Damit Einstand und 4-2. Und jetzt die Chance zum Rebreak für die Schweizerin. Besser kann man einen Breakball nicht abwehren. Julia Ganova spielt unerhört schnell, fackelt nicht viel. Eines Breakballs, aber trotzdem, ich möchte sagen, das Break eindrucksvoll bestätigt von Julia Ganova, und sie führt jetzt mit 5-2 im ersten Satz, führt gegen die Vorjahrsfinalistin Betty Schnieder, die ja heuer zum zweiten Mal in Folge im Endspiel des Unica Grand Prix steht. Im Vorjahr hat sie gegen die Österreicherin Barbara Schett verloren. Übrigens, Schnieder hat schon einmal in Österreich gewonnen, und zwar war das 1998 in Maria Lankowitz, Börtschach und Klagenfurt. Das waren sozusagen die Wegbereiter für diesen Unica Grand Prix, der im Vorjahr zum ersten Mal in einer höheren Kategorie gespielt wurde. Es ist die Kategorie 3 in der WTA-Turnierserie,
Also schon ein sehr hoch dotiertes Turnier. Ein Turnier, das in Wien jetzt Fuß fassen will. Am Fuße sozusagen des Kahlenbergs und des Leopoldsbergs. Diese beiden Berge haben Sie im Hintergrund gesehen. Aufschlag Schnieder gegen den Satzverlust. Schnieder trifft heute mehr erste Aufschläge als gestern, aber trotzdem bisher keine überzeugende Aufschlagleistung. Schnieder bleibt vorläufig in diesem ersten Satz, hat die Pflicht erledigt. Jetzt muss die Kür kommen, will sie diesen Satz nicht verlieren. Siegerin bekommt hier rund 440.000 Schilling, die Verliererin etwas mehr als die Hälfte davon. Doppelfehler. Beide, 5-3, erster Satz. Schnieder jetzt weit im Platz drinnen. Wollte gleich mit dem Rückschlag jetzt Druck machen. Erster Satzball jetzt für Tulia Ganova. Und das ist der erste Satz für die Spielerin aus Taschkent. Tulia Ganova gewinnt gegen Betty Schnieder mit 6-3. Zeigte dabei eindrucksvolles Tennis. Hat offensichtlich gute Erbanlagen, Vater Boxer, Mutter Volleyballspielerin. Und Boxer erzeugen offenbar gute Tennisspieler, wenn ich da nur an Andre Agassi denke.
Tulia Ganova hat recht früh mit dem Tennis begonnen, ist dann mit 13 Jahren nach Deutschland gegangen, war dort in der Tennisakademie von Boris Brejsva, hat aber Rückenprobleme bekommen und ging zurück nach Taschkent, hat dann dort einen lokalen Trainer bekommen, einen jüdischen Trainer, der jetzt nach Israel ausgewandert ist, sein Name Kaplan, der hat ihr Technik beigebracht, der hat auch ihre mentale Schwäche etwas ausgemerzt. Wird Tulia Ganova betreut von einem Russen, erst seit kürzerer Zeit, und zwar von Marinov Andrei. Der Mann ist vor 2 oder 3 Tagen hier in Wien eingetroffen und ist beim Finale dabei. Der zweite Satz hat begonnen und es steht schon wieder 0-15 bei Aufschlag von Schnieder. Winkel und dann ein Fehler. Und er hat gefährlich diese beidhändige Rückhand voll durchgezogen. Da sind schon wieder 2 Breakbälle zu Beginn des zweiten Satzes. Und hier ist das Break. Wenn Iroda Tulia Ganova so weiterspielt, dann werden wir den Hitzeparagrafen der WTA heute nicht in Anspruch nehmen müssen. Dann wird sie in 2 Sätzen gewinnen. Nach diesem Doppelfehler. Sich beide, 1-0, zweiter Satz. Oh.
Jetzt für Schneedom viel. Sie will nicht mit 0-2 in Rückstand geraten. Sie will sich dieses verlorene Break gleich zurückholen. Ui, da war die Chance zum Breakball sehr, sehr groß. Julia Ganova schlägt sehr konstant auf. Ist bisher auch ein Vorteil gegenüber Schnieder. Und so gewinnt sie auch dieses zweite Game des zweiten Satzes, führt mit 2:0. Sie hat keinen offiziellen Ausrüstervertrag, bekommt die Tenniskleidung zur Verfügung gestellt, aber keinerlei finanzielle Entschädigung dafür. Ein reicher Mann in Taschkent ist ihr Sponsor. Sind beide 0-2, zweiter Satz. Julia Ganova ist jetzt mental besser im Spiel als Betty Schnieder. War das zweite Ass jetzt von Schnieder? Zum Rebreak für Schnieder. Pardon, da habe ich mich jetzt geirrt. Ist ja nur Spielball für Schnieder. Und hier gewinnt sie auch dieses Game und verkürzt auf 1:2. Julia Ganova hat ihren Wien-Besuch auch dazu benutzt, mit Anatoli Lepeschin zu trainieren. Lepeschin, der ehemalige Trainer von Kafelnikow, der Entdecker von Jewgeni Kafelnikow, lebt ja jetzt in Wien. Und Julia Ganova hat mit ihm in der Südstadt trainiert.
Steffel scheint es heute auch recht heiß zu sein. Ciao. Schauen wir jetzt, ob Iroda Dulyaganova es gelingt, ihr Break bis zum Sieg zu halten. Super gekontert, vor allem von Betty Schnieder. Damit 0:30. Wieder stark aufgeschlagen, und bei diesen starken Aufschlägen kann man sich leicht vorstellen, dass Dulyaganova 1999 Wimbledon Juniorensiegerin war. Sie unterstreicht es. Mit dem vierten Ass jetzt von 0:30 auf 30 beide. Schnieder eine ganz große Chance ausgelassen jetzt. Spielball zum 3:1 für Dulyaganova. Vergleich zu gestern, im Vergleich zum Match gegen Kostanic, werden heute viel mehr Winkel gespielt und trotzdem sehr, sehr schnelle Bälle. 3:1 Führung also für Dulyaganova. Out! Habe ich nichts gehört, das hieße 0:30. Erster 0:40, drei Möglichkeiten jetzt für Dulyaganova, um mit 4:1 und mit 2 Breaks in Führung zu gehen im zweiten Satz, nachdem sie den ersten mit 6:3 gewonnen hatte. Okay.
4 Breakbälle bisher, 2 Breaks. Schneider, ein Breakball und noch kein Break. Breakball. Ein Breakball abgewehrt. Beim Aufschlag zuvor ist ja die Bespannung gerissen bei Schneider und deshalb durfte sie wiederholen. Außerhalb und das zweite Break ist da. Da hat sich jetzt Schneider nicht richtig hineingehängt. Da waren schon leichte Zeichen von Resignation. Also das gestrige Marathon-Match von fast 3 Stunden gegen Kostanic hat offenbar doch größere Spuren hinterlassen, als die Betreuer es vor dem Match wahrhaben wollten. Die 4-1-Führung mit 2 Breaks, das könnte schon die Vorentscheidung im Finale dieses Unica Grand Prix in Wien gewesen sein. Gelingt auch die Bestätigung des zweiten Breaks, dann ist es wahrscheinlich schon hoffnungslos verloren für Betty Schneider. Iroda Duliaganova serviert auf das 5:1. Ganz große Kämpferin, das hat man jetzt auch hier gesehen. Aussichtslose Bälle hat sie versucht, doch noch zurückzuspielen. Und Rainer Hoffmann raucht bereits eine Beruhigungszigarette, der Freund von Patty Schneider. Jetzt eine Chance, ein Break aufzuholen für Betty Schneider.
Sehr gut gespielt von der Schweizerin. Wieder Breakball für Schnieder. Knapp außerhalb. Es war jetzt einiges Pech für Patty Schnieder. Schon die dritte Chance. Wieder sehr stark serviert bei Breakball. Alle guten Dinge vier. Vierter Breakball. Viele Breakbälle braucht jetzt Schnieder noch. So, jetzt ist Schnieder entschlossen, diesen zweiten Aufschlag entscheidend anzugreifen. Auch der fünfte Versuch gescheitert. Jetzt ist es vorbei mit den Breakbällen, jetzt ein Spielball zum 5:1. Da hat er ein schattigeres Plätzchen gefunden.
Der war gut, der war super. Chance Nummer 6. Und der sechste Breakball bringt es endlich zu Wege. Ein Break aufgeholt von Betty Schnieder, sie verkürzt auf 2:4. Naja, jetzt könnte es noch einmal eng werden. Jetzt könnten noch einmal die Nerven von Tulia Ganova gefordert werden. Den Präsidenten des Österreichischen Tennisverbandes, den Herzspezialisten Mullner. Und das ist der Turniermanager Michael Reichl. Das ist der Gesprächspartner von Reichl, Nachbargauer von der Bundesliga. Da hat es ja in der letzten Zeit zwischen ihm und dem LASK-Präsidenten einige Differenzen gegeben. Gibt es da auch Differenzen jetzt? Der Stuhlschiedsrichter schaut sich den Ball an und entscheidet für außerhalb. Damit 2:4 und 30 beide. Möglichkeit jetzt für die Spielerin aus Taschkent zum 5:2. Und das ist das 5:2. Da ist wieder ein zweites Break hinzugekommen und damit 5:2 Führung für Iroda Tuljaganova. Sie hat jetzt die Möglichkeit, mit eigenem Aufschlag dieses Match zu gewinnen. Schnieder kann offenbar doch nicht nachsetzen, hat keine Reserven mehr. Ist ein bisschen ausgepumpt von gestern. Schauen wir einmal, wer bisher bei diesen Turnieren, bei den Vorläufern des Unica Grand Prix und beim Unica Grand Prix direkt gewonnen hat. Das ist Peter Eppeldauer, Betreuer von Barbara Paulus, die hat auch gewonnen, nämlich 1996 in Maria Lankowitz, dann 95 Wiesner, 94 Huber, und zwar Anke Huber, 97 Schett, 98, wie schon erwähnt, Patty Schnieder, dann in Pörtschach 99 Karina Habsudowa, in Klagenfurt im Vorjahr schon mehrmals erwähnt, Barbara Schett gegen Patty Schnieder. Und kann sie sich jetzt in die Siegerliste des Unica Grand Prix eintragen? Iroda Tuljaganova, sie serviert auf den Matchgewinn. Ja.
Ball war außerhalb 15-0. Zwei Punkte fehlen Tulia Ganova noch zum Sieg. Zwei fehlen noch immer. 30-15, 30-15, 5-2 nach einer Stunde und 6 Minuten. Und jetzt Matchball, wenn der Ball richtig war. Es überzeugt sich noch John Blom. Aus meiner Sicht war er gut. Was sagt der Stuhlschiedsrichter? Gut. Damit Matchball. Matchball nach einer Stunde und 7 Minuten. Erster Matchball, Iroda Tuljaganova. Und es ist vorbei, nach einer Stunde und 7 Minuten heißt die Siegerin des Unica Grand Prix in Wien, Iroda Tuljaganova aus Taschkent in Usbekistan. Wieder eine neue Siegerin in diesem Jahr auf der WTA-Tour. Sie hatte ein Turnier schon einmal gewonnen, aber nicht in diesem Jahr. Das war im Vorjahr in Taschkent, in ihrer Heimatstadt. Wir werden versuchen, ein Interview zu machen, aber sie lehnt es im Augenblick offensichtlich ab. Geht zuerst zur Mama, ein Puzzle von der Mama. Jetzt vielleicht auch noch zum Vater, der auch hier ist. Werden wir sehen, ob sie ihn findet. Der Vater ist ja gleichzeitig ihr Manager, der ehemalige Boxer. Hier ist er. Und das ist ihr Trainer. Das ist das Kind des Trainers gewesen. Jetzt fehlt nur noch die Schwester zur Familienglückseligkeit im Hause Tuljaganova. Und das ist eine enttäuschte Verliererin. Eine, die gestern die Heldin gewesen ist, man muss sagen, eine glückliche Heldin nach dem Semifinalerfolg über Kostanic. Aber der hat Substanz gekostet, das war überhaupt keine Frage vor dem Match, außer vielleicht für ihren eigenen Betreuer. Und ich bin gespannt, in welcher Sprache jetzt Christian Neheber das Interview führen wird. Ja, sie spricht zwar ein paar Worte Deutsch, wollte aber das Interview in Englisch führen. Fangen wir zunächst einmal in Englisch an. Congratulations, Iroda, it was really a strong final. For one week ago, when you came to Vienna, did you believe that you can win this tournament? Sie haben diesen Erfolg geglaubt vor einer Woche? You never know when you come, because you see the draw and everybody's tough. Like, there was a demand here from top 10, so... Nach der Nennungsliste, nein. Da waren schwere Gegnerinnen. Game, I was good preparation, was aber ich good war practice, sehr gut vorbereitet. Had a good mentally prepared for the tournament, but habe mich auch geistig gut vorbereitet und habe nicht geglaubt, dass ich es gewinnen kann. It was tough to believe. I was just telling to myself just to have fun on court and we'll see how you can do so.
Ich wollte Spaß haben und ließ die Dinge an mich herankommen. 6-3, 6-2, it was really a very quick, a very short final. Why? Well, I was tired. I didn't want it to be too long on the court. It's too hot. Yeah, and it's too hot today. Sie sagt, ich habe es kurz gemacht, weil ich wollte bei der Hitze nicht allzu lange spielen. She played good, but she's a good player, but sie ist gut. I had luck today and I played quite good. Ich hatte etwas Glück. It's 6-3, 6-2, but it wasn't that easy, you know. Es war nicht so leicht, wie es das Ergebnis ausdrückt. So it was quite tough. Was it the best war tennis this week you ever played till now? Well, ist diese Woche ihr bestes Tennis? Well, you can say it. I played quite good. I played good here. So, ich habe gut gespielt. I know I can do better. Aber ich weiß, ich kann noch besser spielen. Jetzt, lieber Tennisfans, versuchen wir es trotzdem ein bisschen in Deutsch auch. Ich weiß, Sie können ein bisschen Deutsch aus der Zeit mit Ihrem deutschen Trainer Breskva. Können Sie ein paar Sätze sagen unseren österreichischen Tennisfans in Deutsch? No, I cannot. No, it's zu schwierig für mich. Ich habe nicht Deutsch zu lange gesprochen und I just wanna thank everybody. I cannot, sorry. It's too tough for me. Nette Worte in Deutsch und dann auf Englisch. Thank you very much for the sound words in German. And congratulations to this great win. Thank you very much. Thank you. Ja, Iroda Tuljaganova, die neue Siegerin also des ersten Grand Prix hier in Wien, geht jetzt zur Siegerehrung und die wird Ihnen Gerhard Zimmer wieder in altbewährter Manier kommentiert. 6-3 und 6-2 das Ergebnis und schauen wir hinunter, was sich auf dem Center Court jetzt tut. Wir begrüßen den Tourdirektor aus Australien, Jimmy Moore. Jimmy Moore ist der Tourdirektor, das ist so etwas wie der Supervisor bei den Herren. Wir begrüßen den Referee der Veranstaltung, Herrn Roland Schmidt. Auch ein alter Bekannter in allen Tennisstadien Österreichs. Sandra Reichel ist die Tochter von Michael Reichel und sie hat sozusagen aus den Händen des Vaters die Turnierleitung übernommen. Also die Turnierdirektion. War selbst einmal eine gute österreichische Spitzenspielerin. Mit dem Turnierveranstalter zu sprechen. Peter Michael Reiche, erste Bilanz der Premiere in Wien. Ja, wir sind eigentlich sehr zufrieden. Die Veranstaltung ist also wirklich erstaunlich gut angenommen worden fürs erste Mal. Wir haben ja schon einige Tennisturniere gestartet und entwickelt und wir freuen uns wirklich sehr über den Zuspruch von Medien und Sponsoren. Der Besuch hätte ein bisschen besser sein können, speziell heute bei der Hitze und Formel 1 und so weiter, haben wir eine große Konkurrenz gehabt. Aber wir sind zufrieden und freuen uns, das Turnier weiter auszubauen. Jetzt ist dieses Turnier ständig auf Reisen gegangen in den letzten Jahren. Maria Lankowitz, Klagenfurt, Pörtschach, jetzt endlich in Wien gelandet. Wird es da jetzt wirklich sesshaft werden? Ja, wenn das unsere Partner wollen, vor allem die Stadt Wien und Hauptsponsor Unica und viele andere Partner, die da mitgeholfen haben und der Club natürlich uns die Anlage zur Verfügung stellt, dann wollen wir in Wien bleiben. Wien hat ein Riesenpotenzial. Wien verdient sich ein großes Tennisturnier im Sommer und daran werden wir arbeiten. Sie haben gesagt, man will in Wien bleiben, auch an diesem Ort, am Cricketplatz hier, oder gibt es da doch Überlegungen, es woanders hinzuverlegen? Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber dieser Club hier mit seiner wunderschönen Umwelt, in diesem Park hier das Turnier zu veranstalten, ist wirklich eine große Freude und das Publikum war wirklich erstaunt, was wir in Wien da mitten in der Stadt, im Prater, für eine schöne Anlage haben. Und wenn man die noch etwas ausbaut in den nächsten Jahren, kann das ein ganz toller Veranstaltungsort sein. Wie sieht es mit dem Termin aus? Wir wollen kämpfen um einen neuen Termin im Juni, also nach den French Open. Wenn uns das gelingt, dann haben wir sicherlich nächstes Jahr den Durchbruch geschafft, weil wir dann auch Top-5-Spielerinnen vielleicht an den Start bringen können. Und das würde eigentlich das Ganze noch besser gestalten.
Jetzt sind viele auf Urlaub in der Hochsommerzeit, alle sind am See oder baden. Ne? Aber wenn wir in den Juni kommen, dann glaube ich, dass wir auch ein volles Haus haben werden und die Veranstaltung wirklich toll laufen kann. Es wird vielleicht auch nicht ganz so mörderisch heiß sein wie an diesen letzten beiden Tagen. Heute muss der heißeste Tag sein im heutigen Jahr. Es ist also wirklich schwer gewesen für die Spielerinnen. Herr Reichel, da wünsche ich alles Gute bei Ihren Bestrebungen, hier wirklich ein großes Turnier aufzuziehen in Wien in den nächsten Jahren. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, bei uns geht es jetzt wieder zur Siegerehrung. In Kürze ist es jetzt soweit, der große Moment für Iroda Tuljaganova. Fanan aus Usbekistan begleiten diese Siegerehrung, begleiten Iroda Tuljaganova zur Siegerehrung. Jetzt spricht noch der Präsident des Österreichischen Tennisverbandes, Wollner. Und aber natürlich den Spielerinnen, die in dieser Woche hier tätig waren. Und zuletzt all ihnen, die Sie heute hier sehen, weil wer bei dieser Temperatur herkommt, der zeigt, dass er wirklich ein Fan des Tennis ist. Und solche Fans benötigt Österreichs Tennis. In dem Sinn, vielen Dank. Das war Ernst Wollner. Danke, Herr Präsident. Die Spielerinnen haben lange genug in der Hitze gelitten. Und wir gratulieren nun der Finalistin, Patty Schnieder aus der Schweiz. Zuerst kommt die zweite, Patty Schnieder. Patty, gestern beinahe 3 Stunden auf dem Platz. Hast du das Match von gestern vielleicht heute noch ein wenig gespürt? Ja, es war sicher ein bisschen zu viel gestern, also ich habe halt heute Schwierigkeiten gehabt, wirklich mein Spiel zu finden und bis zum Schluss eigentlich nie gefunden. Aber Wien war für dich auf alle Fälle eine Reise wert, ich glaube, wir sehen dich nächstes Jahr wieder. Ja, denke ich schon doch. Bravo, das freut uns. Nun gibt es den Pokal vom Herrn Präsidenten. Filmt. Jaborek. Die Betty ist eine Österreich-Spezialistin, hat 1998 ein Turnier in Österreich gewonnen, war auch im Vorjahr im Finale. Also vielleicht klappt es im nächsten Jahr. Herr Direktor Gruber überreicht die Blumen von der Wiener Stadthalle. Herr Dr. Sterber, der Präsident des Wiener Tennisverbandes, ein Maskottchen von der Unica. Und Herr Dr. Schober, den Sonderpreis des Toursponsors Sanex. Noch einmal ein kräftiger Applaus für Patty Schnieder. Sie hat tapfer gekämpft. 2. Platz, hervorragend. Und nun bitten wir zu uns die Siegerin des Unica Grand Prix 2001, Iroda Tuljaganova. Tuljaganova erlebt ihre 2. Siegerehrung mit 19 Jahren. Iroda, it was a perfect week for you. So, a few words to the fans. Well, yeah, it was a perfect week for me and I would like to thank all the fans for coming. Sie bedankt sich und sagt, das war für mich ein perfekter Sieg. Thank you very much to everybody. Danke. Herr Dr. Böck, bitte treten Sie in Aktion. Ein riesiger Siegespokal von der Unica. Nach einem kräfteraubenden Match wird der Iroda nochmal alles abverlangen. Herr Direktor Gruber stellt sich mit den Blumen ein. Herr Dr. Wollner mit dem Maskottchen, mit dem Delfin-Maskottchen von der Unica. Das Wichtigste fehlt noch, der Scheck. Und Herr Dr. Schober mit dem Sonderpreis von Sanex. Und jetzt auch ein schöner Moment für die Siegerin Sandra Reichel, überreicht den Siegerscheck 27.000 US-Dollar. Nimmt die Iroda mit nach Hause und sie hat sich das verdient. Sie sind fast 440.000 Schilling. Sie hat hervorragendes Tennis gespielt. Wir gratulieren ihr zu ihrem zweiten Turniersieg. So, während die Fotografen
Mitarbeiterstab auch zu bedanken. Zwei Damen sind bereits geehrt worden. So, und ich glaube, Christian Neheber fällt zum Abschluss auch noch etwas ein. Ich danke fürs Zusehen. Ich danke für Ihre Ausdauer. Ich hoffe, Sie hatten es nicht so heiß wie wir hier auf dem Cricketplatz in Wien. Ja, sie wirkt noch etwas schüchtern, die 19-jährige Spielerin aus Usbekistan. Iroda Tuljaganova, also die Siegerin des Unica Grand Prix 2001. Aber sie wird sich an diese Siegesehrungen sicherlich gewöhnen, wird nicht ihr letzter Triumph gewesen sein. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Der nächste TV1 Sporttermin morgen um 20.15 Uhr, das TV1 Magazin. Schon jetzt läuft noch die entscheidende Phase des Formel 1 Grand Prix in Silverstone in ORF1. Und der ORF Sport bringt anschließend an diesen Formel 1 Grand Prix auch die Live-Übertragung des Jubiläumsspiels zum 90. Geburtstag der Wiener Austria gegen Bayern München, gar nicht so weit von hier entfernt vom Cricketplatz im 10. Bezirk im Ohrstadion. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, genießen Sie das herrliche Wetter, das war's von hier aus dem Wiener Prater. Und es geht mit dem Doppelfinale weiter.